Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Mother 3. Ja, ein RPG, was ich schon etwas länger spielen wollte. Ich es sogar einen Try gegeben habe, dann habe ich die ROM leider verloren. Und so kann ich es jetzt erneut mit euch beginnen. Das Spiel ist leider komplett auf Englisch, aber ich denke, den meisten, die hier zuschauen, wird das nichts ausmachen. So, jetzt müssen wir erstmal dem jüngeren Zwillingsbruder einen Namen geben. Wir spielen mit den Originalnamen, lasse ich die Standardnamen drin. Der ältere Zwillingsbruder. Oh, Klaus. Dann ein starker, netter und das letzte Wort weiß ich nicht mehr. Vater auf jeden Fall. Flint. Und die geliebte Mutter. Hinaba. Ah, und natürlich der Hund. Boni. Was ist mein Lieblingsessen? Ja, im Grunde eigentlich Spiegelei. Aber hier sind es Omelettes. Und dein Lieblingsding, selbstverständlich, die Liebe. So, Textgeschwindigkeit machen wir auf Fast, Window Color auf Grape. Und damit haben wir es. Willkommen zu der Welt von Mother 3. Nirgendwo-Insel. Tasmini Village. Unter dem Sonnenscheinwald. Entschuldigung, falsch übersetzt. Das heißt natürlich jenseits. Jenseits des Sunshine World. Zu Hause von Alec, Hinabas Vater. Lucas, wie lange schläfst du denn jetzt schon? Wach verdammt nochmal auf, dann können wir endlich spielen. Die Dracos haben ihre Babys mitgebracht. Sie sind so süß. Beeil dich. Ha. Na, dann müssen wir uns erstmal anziehen. Haben wir schon ein Inventar? Ja. Sleep-Modus. Ah, das war das Ding. Sleep-Modus habe ich selber noch nicht ganz kapiert. Zack, schaltet den Bildschirm auf weiß. Ich glaube, jetzt habe ich das Spiel kaputt gemacht. Fuck. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Okay, wie auch immer ich das geschafft habe, jedenfalls sind wir wieder hier. Dasselbe Bett, dasselbe Kopf wie immer. Gehen wir mal nach unten. Guten Morgen, mein Mr. Schlafkopf Lukas. Klaus ist schon aufgewacht und spielt mit den Dragos. Planst du so etwa in Pyjama rauszugehen? Geh nach hoch und wechsel deine Klamotten.
Ah, schon viel, viel besser. So können wir nun nach draußen. Im Übrigen gebe ich euch wieder die perfekte Soundwiedergabe. Ich habe den Sound nämlich wieder etwas aufgebessert. Oh, du bist schon auf. Nun, heute ist an... Warte, was? Well, today is the bag you had back home. Ah, heute ist der Tag, an dem ihr wieder nach Hause geht. Ich werde euch vermissen. Es kann sein, dass ich manche Sätze einfach nochmal auf Englisch vorlesen muss, damit ich es erst kapiere. Bitte verzeiht mir das. Ah, eine Story ist eine Serie von Erinnerungen. Erinnerungen werden wieder hervorgerufen mit anderen Erinnerungen. Und sie bekommen und werden wieder selbst zu Erinnerungen. Wenn du dich nicht um Erinnerungen scherst, wirst du sie vergessen. Also, erzähl uns alles. Erzähl uns Fröschen alles, was du weißt. So können wir uns immer erinnern. Das ist, was Menschen speichern nennen. Nun, möchtest du das Spiel speichern? Ja, please. Bitte sei vorsichtig da draußen. Grüß den nächsten Frosch, den du triffst. Wenn ich mal was falsch übersetzen sollte, dann verzeiht mir einfach. Und berichtigt mich gerne in den Kommentaren. Ich bin fertig. Ich habe schon den ganzen Morgen mit den Dragos gespielt. Jetzt solltest du es auch mal probieren, Lukas. Hier, ramm den Drago. Klaus, Lukas weiß noch gar nicht, wie man das macht. Lukas, du musst dir vorstellen, du musst dir ein Ding namens B-Knopf vorstellen. Diesen Knopf müsst du für eine Sekunde halten und dann loslassen. Das nennst du Dash. Und mit dem Dash kannst du den Drago rammen. Klaus, zeig ihm mal, was Sache ist. Ja, genau so. Nun versuch du es, Lukas. Du wirst es niemals schaffen mit so einem Gesicht. Du brauchst nur deine Zeit, entspann dich. Hört das auch mal auf? Oder muss ich wieder mit Alex sprechen? Du bist jetzt noch ein Schwächling, aber ich weiß, dass du irgendwann stärker wirst dann als jeder andere. Ha. Je härter du in den Drago rennst, desto mehr mag er es. Move it. Move it out of the way. Make the way great for Mole Cricket. Für einen Maulwurf? Ich kann nicht einfach still sitzen, wenn ich jemanden kämpfen höre. Ich werde den Flur mit euch allen wischen. Kommt in meinen Weg und ihr werdet eine Welt der Schmerzen erleben. Kampf?
Yes! Hier kann man einen Multi-Hit bekommen in dem Spiel, wenn du auf den Rhythmus der Musik hörst. Ich bin da leider nicht so gut. Ich sehe, du hast mehr Rückgrat, als ich dachte. Du bist jemand, den ich mag. Ich könnte mit dir trainieren manchmal. Nächstes Mal, wenn wir uns treffen, werde ich am Mole Cricket Stadion sein. Ich werde voraussehen, dass du da sein wirst, Bro. Hi Hinawa. Ich habe auf eine Maulwurf-Kakerlake getreten. Ich hoffe, sie ist soweit in Ordnung. So, Mittagessen ist fertig. Ich habe euch euer Lieblingsessen gemacht. Omelettes. Oh, Mittagessen, Omelettes. Du auch, Papa. Nun also. Hey, hier, so speichert ihr. Sprich zu den Fröschen. Das ist, wie du speicherst. Es ist nicht irgendwie schwierig oder so. Du kannst es ruhig machen und so oft tun, wie du willst. Plus, Speichern ist absolut frei. Und wenn es Zeit ist, dann kommen zurück zur Story. Hey, wartet auf mich. Yusef, du hast mir Omelettes gesichert, oder? Was ist dein Lieblingsessen, Mama? Oh, auch Omelettes? Teilen wir uns alle das gleiche Lieblingsessen? Wir sind ein gutes Team. Wenn wir fertig mit Essen sind, müssen wir uns bereit machen, nach Hause zu gehen. Wir müssen durch den Wald zurückgehen, also müssen wir früh gehen. Ach, sei nicht albern. Den Kindern kann schon gar nichts passieren und sie können auch den Weg selbst wieder zurückfinden. Ich wette sogar, dass selbst du es schaffen kannst, Lukas. Lieber Flint, es ist genauso, wie du gesagt hattest. Die Kinder rennen schon die ganze Zeit an den Bergen vorbei. Die Felder sehen schön aus. Klaus, as a darling and full of energy as ever. Während Lukas immer noch ein bisschen introvertiert ist. But keiner wird irgendwie müde vom Spielen. Mein Vater scheint traurig zu sein, seine Großenkel wieder verlassen zu müssen. Aber wir sollten diesen Abend nach Hause kommen. Ich hatte vergessen, wie gut die Luft hier ist. Wir werden bald wieder im Tasmilly Village sein. Nächstes Mal, wenn wir uns sehen, lass uns einen unserer Nachbarn fragen, ob er sich um den Hund kümmern kann. Klaus und Lukas werden immer an dich denken, wenn wir diesen Abend nach Hause kommen. Ich werde heute Abend unser Omelettes machen. Mit Liebe, deine Frau Hinawa. So, wer mitlesen konnte, der hat gemerkt, da stand noch viel mehr, aber ich kann so schnell nicht übersetzen, sorry.
Und das werden wir noch öfter hören. Wer sind denn die Gestalten? Kapitel 1 Die Nacht der Beerdigung. Flint, Flint, Flint! Es ist ein Feuer, ein Feuer! Im Sunshine Forest ist ein Feuer! Du musst schnell was machen, Flint. Der Forest, der Wald steht in Flammen. Jesus. Wer nimmt das so locker wie er? Flint. Ah, der Türknauf. Warum kommt er denn... Warum passiert immer sowas in Zeiten... Ah, Türknauf. Ich meinte Flint. Keine Zeit zu faulenzen. Das ist ein großes Feuer im Sunshine Forest. Schlechte Zeiten nette Leute zu holen wie dich. Bitte komm, Flint. Bitte. Thomas ist deiner Party gejoint. Ich werde dir folgen. Was? Was ist so falsch damit? Ich mag, Leuten hinterher zu laufen. Na dann schnell zum Feuer. Hold on, wir haben keine Map. Bitte geh zum Mapsen. Hier, wenn du eine Karte brauchst, ich geb's dir eine, okay? Nimm dir eine ruhig. Die Tess Millie Map erhalten. Ah, meine Map wurde markiert, wo ich hin muss. Whoops, silly me. I forgot. Na, ich hab dir anscheinend vergessen zu sagen, wie du die Map benutzt, oder? Wenn du die Map nutzt... Oh, wie fasse ich das in Worte? Fülle deinen rechten Finger mit einem Wunsch oder Stärke. Um es klar auszudrücken, drück den R...
Button. Ah, da ist die Karte. Und hier speichern wir. Und gucken erstmal weiter. Flint, warte! Als eine verantwortliche Person, die in den Wald geht, würdest du erst beim Schreien anhalten, um was den Göttern zu sagen. Wenigstens in meiner... Im Grunde genommen ist das eigentlich nur meine Meinung. Ist es falsch, so zu denken? Nein. Dann bete. Bete den Wald und die Menschen und die Tiere. Und ich... Ja, ich bin zu blöd zum Übersetzen. Bitte antworte mit einem entspannten, mit einer ruhigen Aura. Nenne mir deinen Namen. Yes, the name of the person. Yes! Dein Name. Die Person, die das spielt. Oh, ich bin der liebe Max. Aber ich pack meinen vollen Namen hier rein. Understood. Fuck. Ja, geil, ich hab die Is vergessen. So, zack. Jetzt ist es richtig. Ja, mein Name ist richtig. Okay, dann, bitte... Genieße weiterhin das Spiel. Wenn ich von 3 runterziele, wirst du jemals vergessen, dass du diese Frage gestellt bekommen hast. 3, 2, 1. Hast du es vergessen? Gut. So. Dann würde ich vorschlagen, dass wir heute den Part beenden und im nächsten Part gucken wir, was im Wald vor ist. Was im Wald los ist. Mann, ich kann schon nicht mehr reden. Danke fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal und tschüss.